Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in diesem übelst gruseligen Bunker angekommen. Und jetzt gerade, wo ich das hier schon wieder angemacht habe, habe ich schon wieder übelst Respekt hier vor. Und ja, das ist schon ganz schön heftig hier. Gut, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wow. Das ist schon echt atmosphärisch sehr gut hier. Gehen wir in diese Tür rein. Leute, was erwartet uns hier? Ratten! Ratten und Laser. Okay. So Leute, jetzt können wir mal unsere neue Waffe austesten hier. Oh, schau mal. Und da. Und zack, 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 zack. Genau, die Waffe ist nämlich richtig gut, die wir von Doublex hier gekriegt haben. Und zack, 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 zack. Sehr schön, Leute. Gut, was haben wir denn hier? Schau mal, da sind so Kameras da. Wir sind Maschinen. Ja, Leute. Irgendjemand will nicht, dass wir hier reinkommen. Wow, das sieht schon sehr futuristisch hier aus, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Wow. Dieser Gang ist schon nicht schlecht. Guck mal. Die Tür hier auch, EV. Ist das für Eve? Nee, egal. Was ist das für ein roter Kasten? Sagst du hier irgendwas, Eier? Nee, das ist einfach nur ein Gang. Okay, Leute. Gut. Wir haben hier Maschinen kaputt gemacht. Also die beschützen hier irgendwas. Okay. Boah, das ist ganz schön bedrückend gerade hier. Lagerraum, okay. Was kommt jetzt? Noch mehr Ratten. Okay. Tak, 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 tak. Die Knarre ist richtig gut von Douglas, ey. Wirklich. Ah, Zombies! Ernsthaft? Hier laufen Zombies drin rum? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, hier kommen echt heftigere Gegner. Ja, dann mach die mal kaputt. Die sind ja easy. Die Zombies, die sind ja easy gewesen. So, dann lad mal nach. Ah ja. Ja, wie gesagt, neue Waffe, ne? Richtig gut. Wow. 9000 BPs, Leute. Die werden wir definitiv brauchen. So, was haben wir denn hier? Ein Storeroom. Hier sind doch immer Items drin, oder? Und was haben wir hier? Kühlschrank sind eine Menge Lebensmittel. Es stinkt. Sie fangen an zu verfaulen. Ja, das habe ich mir gedacht hier. Ein Kühlschrank mit verfaulten Lebensmitteln. Jedenfalls haben wir jetzt hier neue Räume zum Erkunden. Wir machen alles ganz langsam, Leute. Ganz atmosphärisch hier. Der Kühlschrank ist verriegelt. Wow. Das sieht schon echt krass hier aus. Medizinische Fachbücher. Nichts von Interesse. Okay, ah ja. Boah, diese Geräuschkulisse auch, ne? Richtig gut. Medikamente. Hier sind komische Präparate. Wahrscheinlich für Tests. Ich benutze sie lieber nicht. Das hier kenne ich. Och ja, ja gut. Ringerlösung, das ist natürlich mega geil. Sonst ist nichts mehr. Gut. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich nehme das an einem Karfreitag nachmittags auf. Und ja, wenn ihr das seht, ist Ostersonntag. Und hiermit möchte ich euch schon mal frohe Ostern wünschen, Leute. Verbringt es gut, auch wenn es dieses Jahr etwas anders wird. So, was haben wir hier? Kleidung. Eine Kiste mit Bekleidung. Kleidungsstücke in allen Größen. Allesamt in dieselben Farben und Designs. Sinnlos hier zu stöbern. Okay, ah ja, was haben wir hier noch? Alles schön angucken. Eine Stufenleiter. Die Sachen im oberen Regal könnte ich hiermit. Naja, wohl nicht nötig. Doch, warum nicht? Naja, gut, okay. Sehr spannendes neues Gebiet hier. Geht nicht auf. Okay, die Tür ist zu. Ein Kühlschrank. Ohne Strom. Eine leere Schale. Nichts von Interesse. Mensch, Aya, du hast nie an irgendwas Interesse, ne? Wie kann man nur so desinteressiert sein? Also wirklich, hier ist doch viel Zeug drinne. Naja, gut. Gut. Da liegt eine Munikus-Kiste. Aber es sind die stinknormalen, die brauche ich nicht. Lebensmittel. Hier sind Leben.
Lebensmittel in Dosen und Trockenrationen. Nichts von Interesse. Boah, die Geräusche im Hintergrund, ne, die lassen echt meinen Rücken kalt werden. Das ist so krass. Getränke. Getränke in Fässern und Bierkisten. Okay. Boah. Schon echt krass hier, ja. Ein Plastikbehälter. Ist da was drin? Es riecht nach Ketchup. Hä? Genau wie damals. Daniels Spaghettis. Sie waren richtig schlecht. Okay, Eier. Gut. Diesen Dialog kannte ich noch gar nicht. Cool. Okay. Dennis Spaghettis also. Ein Präparatmischer. Eine Sammlung von Medikamenten und Präparaten. Viel Medizinisches hier, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Gut, Leute, E43. Ich glaube, lass uns hier reingehen. Los. Was kommt hier? Neue Gegner. Was ist das denn da, Leute? Schau mal. Genau das sind die Schleimgegner, die ich meinte. Die normale Waffen machen bei denen, wie ihr seht, keinen Schaden. Das heißt, wir müssen hingehen und Nekrosis machen. So. Die kriegen wir nur mit Zaubern kaputt, die Dinger. Die sind richtig eklig. Richtige Schleimviecher hier. So. Dafür brauchen wir Nekrosis auf Level 2. Genau dafür. Ah, noch mehr Laser. Ah, geh weg. Laserkanonen. Geh weg. Los. Mach die kaputt. Schneller. Okay, der eine, der trifft dich. Oder auch nicht. Sehr cool, Leute. Ja, interessante neue Gegner, ne? Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Aber die geben auf jeden Fall verdammt viel MP und HP. Beruhigungsmittel. Nee, was soll ich damit? Ich hab doch einen Zauber dafür. Aber die... Da die uns jetzt Beruhigungsmittel geben, kann man mal stark davon ausgehen, dass die uns einen Zustand geben, ne? Diese Gegner. Okay, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwas? Nee, das ist auch wieder nur so ein sturer Gang, ne? Genau, das ist auch nur wieder so ein Gang. Gut, Leute, gehen wir mal weiter hier in diese Tür rein. Was haben wir hier? Einen Schlafsaal, Leute. Mhm. Wir dringen weiter vor. Was haben wir denn da? Ein robuster Schrank. Ich lasse die Gegner erstmal Gegner sein. Abgesperrt. Ein abgesperrter Schrank. Aber da steht was dran. Der Schrank hat keine Griffe. Da steht was. Der Benutzer Bowman ist tot. Bevor er ging, sagte er: Adieu, Begierden. Denn ich bin eine höhere Lebensform. Adieu alle, die sich nach Glück und Leere sehen. Adieu alle, die nach Wissen und Dummheit streben. Was? Adieu alle, die sich in Sicherheit und Chaos wiegen. Euer Leben wiegt nichts, euer Tod sei unerheblich. Die innere Stimme hört ihr nicht, verloren seid ihr. Ich hingegen werde eins mit meinem Inneren. Hä? Okay. Adieu, meine finstere Vergangenheit, das sagte er. Ich versiegle hiermit die Sachen meines Freundes. Ohne Griffe kann Bowman den Schrank nicht mehr öffnen. Wie soll ein Toter diesen Schrank öffnen? Völlig sinnlos. Die Leute hier ticken nicht richtig. Was zum Teufel wird hier gespielt? Das ist ziemlich krass, ja. Da ist irgendeiner abgedreht. Auf jeden Fall hier. Ein Schrank ohne Griffe. Er ist für immer verschlossen. Gut, Leute, dann kümmern wir uns mal um die Gegner hier. So, bam. Okay, da haben wir wieder Laborratten. Jetzt sind es wirklich Laborratten. Weil das ist ein Labor hier. Dieser ganze Komplex hier, das ist ein Labor, Leute. Und da ist ein Zombie. So, mach den Zombie kaputt. Los. Genau. So, haben wir noch irgendwas? Nein. Okay, sehr gut. Perfekt. Leute, gut, dann haben wir die Gegner jetzt erstmal hier gekillt. Wir sind nach wie vor voll. Sagt's da hierzu noch was? Abgesperrte Schränke. Nee, nee. Interessant hier, ne, diese
Dieser Bowman also. Mhm. Der Bowman ist also hier verrückt geworden. Was haben wir hier? Duschen. Alles klar. Eine Dusche. Leider kein Wasser. Eine defekte Dusche. Ja, willst du hier duschen, wenn hier Wasser wäre, oder was? Ich glaube nicht. Boah, diese atmosphärische Mucke hier. Ich stehe einfach drauf. Es tut mir leid. Was haben wir hier? Waschmittel. Und ein Korb. Nichts von Interesse. Guckst auch nicht mal rein oder so, ne? So. Eine defekte Dusche. Dann war das Ganze hier nutzlos. Ja, okay. Gut. Ah ja, dann. Was gibt's denn hier? Ein Etagenbett. Floyd und Chandra. Erstens Floyd. Ein sauberes Bett. Nichts im Bücherregal. Scheint wohl neu hergerichtet worden zu sein. Aha. Ah, hier können wir so ein bisschen über die Leute erfahren, die hier gearbeitet haben. Leute, das ist ja interessant. Zweitens Chandra. Ein Hemd und Langstiefel. Im Bücherregal. Lektüren über Klimaanlagen und Elektronik. Der Besitzer ist wohl Techniker. Unterkünfte der Bediensteten. So, so, also ein Techniker und einen, über den wir noch nichts wissen. Was haben wir hier drin? Oh, geiles Klo. Eine Vakuumkloanlage. Damit spart man Wasser. Ein Vakuumklo? Hat sie auch gerade gesagt. Ernsthaft? Was ist ein Vakuumklo? Das schaut ziemlich interessant aus. Naja, gut. Ja, wenn sie hier Hightech haben, dann haben sie natürlich auch Hightech-Klos, ne? Okay, gut. Ein Etagenbett. Erstens Pool, zweitens Bowman. Von dem haben wir eben schon was gelesen. Ich bin gespannt. Erstens Pool. Das Poster eines bärtigen Mannes. Was haben diese Leute hier für Sitten? Im Bücherregal? Die innere Evolution. Das Buch ist doch... Kamaeda! Ein Freund aus Japan hat es geschrieben. Genau, Leute, den Maeda, den gibt's auch aus dem ersten Teil. Er hatte eine neue Theorie über die Mitochondrien. Aber sie wurde weitgehend abgelehnt. Ein Fachbuch für Wissenschaftler. Die übrigen Bücher handeln von Mikroorganismen. Bowman. Okay, jetzt wird's interessant, Leute. Das Bett hier. Oh mein Gott. Ein schwarzer Fleck auf dem Laken. Hautteil und Haare kleben fest. Ach du Kacke. Eine Verbrennung? Sieht nicht so aus. Was ist das für ein stechender Geruch? Boah, ja, der Bowman scheint ziemlich eklig zu sein, Leute. Ja, also ein Techniker, ein Wissenschaftler. Was gibt's hier noch so für Leute? Ein Etagenbett. Whitehead und Hunter. Okay. Whitehead. Außer einem Familienfoto nichts Außerordentliches. Im Regal sind Bücher. Künstliches Lächeln. Gruppenpsychologie. Gedankenmanipulation durch Furcht. Hm. Was mag das für ein Typ sein? Ein Psychiater? Muss wohl ein kompletter Idiot sein. Ja, ah ja, das ist deine Meinung. Ich finde ja, Psychiater machen einen Riesenjob, aber okay. Also ein Techniker, ein Wissenschaftler und ein Psychiater. Was haben wir hier noch? Hunter. Das Bett ist unbenutzt. Das hier sind wohl nur provisorische Unterkünfte. Obwohl, die Leute haben ihre eigenen Betten. Stimmt, ne? Da müssen die jetzt ziemlich lange hier gewesen sein, wenn die eigene Betten haben. So, was haben wir da? Da liegt doch irgendwas. Ein Etagenbett. Erstens Kaminski, zweitens Yoshida. Kaminski? Hm, ziemlich bunt. Sind das alles Familienfotos? Starpack-Poster, wohin man schaut. Im Regal? Bücher über Netzwerke und Starpack. Der Typ ist wohl ein Netzwerkadministrator. Liebt seine Familie, geht aber auch seinem Hobby nach. Aha, also ein Techniker, ein Wissenschaftler, ein Psychiater und ein Admin. Okay, Yoshida. Ein unordentliches, verschwitztes Bettlaken. Pin-ups von Bodybuildern an der Wand. Unterm Bett? Also doch, ein Fitnessgerät.
Im Regal Computerbücher und Zeitschriften. Der Benutzer ist ein muskelbepackter Programmierer. Also nur die Experten hier also. Es gibt einen Fachbereich für jeden Bediensteten hier. Interessant, Leute. Ein Bücherregal. Guti. Ah, was? Mikrobiologie, Zellbiologie. Lauter irrsinnig schwere Fachbücher. Dasselbe Fachgebiet wie das MITF-Forschungsinstitut. Ach nein, Leute. Die Leute hier, die haben irgendwas damit zu tun. Ein Regal mit Fachbüchern. Interessant. Interessant, interessant. So. Ein Netzrechner. Außer Betrieb. Ein toter Netzrechner. Na gut, was gibt's hier noch? Gut. Das hier? Hier sind Server oder so. Eine Menge Kabel. Scheint aber nicht zu funktionieren. Kommunikationsanlage hier ist tot. Hm. Also die haben anscheinend hier richtig aufgerüstet mit allen Experten für viele verschiedene Fachbereiche. Boah, Leute, es ist verdammt interessant. Gut. Dann würde ich mal sagen, jo. Gehen wir mal hier raus. Mal gucken, was uns dahinter erwartet. Dickerchen, auch nein. Oh, 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 oh. Oh, das ist aber jetzt gar nicht gut. Die Muni ist leer. Genau. Gut, Leute, die Muni ist leer. Das heißt, wir müssen wieder zur PA3 greifen hier. Hier gibt's Dickerchen, Leute. Leute, fällt euch was auf? Macht die kaputt. Das sind Kanonen hier. Geil. So, hier sind wieder die Dickerchen. Mach mal einen Feuerball da drauf und zack. Zack. Weiter hier, los. Der Arm ist weggeflogen. Hier ist noch weiter. Wieder so Kameras. Okay. Verdammt nochmal, jetzt schießt doch da oben drauf, Mensch. Und kaputt. So. Leute. Fällt euch irgendwas auf? Dieser Raum. Wir kennen diesen Raum. Wir sind jetzt nämlich genau da, wo wir im Traum dieses Mädchen gesehen haben. Genau, Leute, wir sind genau da, wo wir dieses Mädchen im Traum gesehen haben. In Dryfield, wisst ihr noch? Vor dem Kuhmonster. Nach der Dusche. Ja, wir sind da, Leute. Das Mädchen rennt hier irgendwo rum aus unseren Träumen. Und wie ihr seht, verdammt viele Räume. Okay, Leute. Aber bevor wir jetzt hier irgendwo reingehen, mache ich erstmal hier hinten die Tür auf. Weil das ist nämlich der Eingang, wo wir hier reingekommen sind. Nur aufmachen, bitte. Nicht reingehen. Nicht rein... Ach, egal. So, seht ihr? Jetzt sind wir wieder am Anfang, wo wir angefangen haben hier mit dem Video. Ne? Also hier vorne haben wir angefangen. Genau, Leute. Wir haben quasi eine Runde gedreht und jetzt haben wir hier die Tür aufgemacht. Okay, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, ich arbeite mich von rechts unten nach, über links unten nach oben. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ja, wir sind echt da, ne? Das ist krass. Das ist krass. Wir dringen in irgendwas Großes ein. So, was haben wir hier? Waffenkammer, Leute. Die Waffenkammer. Oh, da freue ich mich jetzt drauf, weil wir werden gleich was sehen. So, ein Schrank für Schutzwesten ist abgeschlossen. Geht nicht auf. Geht hier irgendwas auf? Eine Weste wäre gar nicht mal so schlecht, Leute. Geht nicht auf. Geht hier irgendwas auf? Schade. Okay. Gut, Leute. Bei GA5A gibt es nichts für uns. Ja, schade eigentlich, ne? So. Was haben wir hier? Was ist das hier? Nichts. Okay, was haben wir hier? Weapon. Weapon Room. Aha, schaut mal da, Leute. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Was haben wir denn hier? Kein Strom für den Monitor. Bücherregal sind nur Waffenkataloge. Keine Zeit für sowas. Ja, okay, ah ja. Gut. Jetzt kommen hier zwei sehr sau interessante Sachen. Erstmal das hier, das ist ein neuer Shop, Leute. Das Gerät sieht aus wie unser MITF-Automat. Bei uns können wir mit BPs Waffen kaufen. Willkommen im BP-Waffenlager. Der Monitor
Hat er auf meinen BP-Zähler reagiert? Wie kann das sein? Kann ich hier einkaufen? Der scheint richtig zu funktionieren. Ich kann meine BPs eintauschen. Ja, Leute, wir haben endlich einen neuen Shop hier. Das wurde aber auch mal langsam mal Zeit. Aber was mysteriös ist, ne? Normalerweise können wir nur bei uns im Büro mit BPs Waffen kaufen. Da besteht also irgendeine Verbindung zwischen MITF und hier. Verdammt interessant. So, was haben wir? Wir können Flares kaufen. Wie geil. Kauf direkt mal 2 Stück. Boah, wie geil ist das denn? Oh, Flares. Richtig gut. Richtig gut. Der Rest ist wie normal. Wir können Flares kaufen. Oh, das ist geil. Das ist geil. Gut, Leute. Schutzkleidung. Boah, schau mal. Die haben hier richtig gute Sachen. Schauen wir uns das alles doch mal an. Kampfrüstung. Gepanzerte Nahkampfrüstung. Der Helm beugt Stummheit vor. Hochleitungsradar und Anti-Stummheit. HP-MP. Jetzt ist es 5. Boah, ABC-Schutzanzug, Leute. Bietet Schutz vor ABC-Waffen. Sehr leichtgewichtig. AT-HP, AT-MP. Attachment 6. Anti-Gift und Anti-Starre. Ist definitiv eine Überlegung wert, ne? Psycho-Anzug. Geil. Leute. Oh, plus 50 MP. Nicht schlecht, Leute. Gegner-HP-Anzeige und Anti-Konfusion. Anti-Neomitochondrien-Anzug zeigt den Zustand des Gegners an. Verdammt interessante Westen hier auf jeden Fall. Aber ob ich jetzt wirklich meine 10 Attachments gegen 6 eintauschen will, ich weiß es nicht. Wenn, dann würde ich mir die hier gönnen. Aber ich weiß, dass es später im Spiel auch so noch eine gibt. Gibt es hier noch Waffen? Nur die Weifel, das Magazin... Das Messer. Und hier gibt's was Neues. Ein Hammer, Leute. Das ist aber für die M4. Werde ich nicht benutzen. Aber können wir uns jetzt trotzdem mal angucken. Eine 1,2 Millionen Volt Stun Gun. Bauteil für die M4A1. Ja, das ist so eine Lähmwaffe. Könnte man sich dann hier dran bauen. Aber ich... Nee, Leute. Nee, die benutze ich nicht. Ich habe schon 3 Waffenarten. Gut, Leute. Wir haben 2 Flares. Das ist saugut. Wisst ihr was? Die packe ich beide rein. So, verschieben. Das hier und hier auch verschieben. Die haben richtig gute Sachen hier, ne? So, ich muss einmal ganz kurz mein Ohr kratzen. Alles klar, Leute. Sehr schön. Dann haben wir 2 Flares im Inventar. Wow. Gut, Leute, dann kommt jetzt hier was. Waffenkammer. Sie ist verschlossen. Allerdings, Leute, schaut mal das hier. Ein Kartenschloss. Ich brauche eine Karte. Das Ding ist schwarz. Wir brauchen also eine schwarze Karte, Leute. Erinnert ihr euch? Ganz am Anfang, da auf dem Akropolis Tower, in diesem Garten da drinne, gab es hier diese schwarze Karte, Leute. Hier, die Plastikkarte mit einem x-förmigen Logo. Karte des Worttypen. Die brauchen wir hier. Schaut mal, schwarze Karte benutzt, vom Anfang. Das Schloss mit der schwarzen Karte geöffnet. Dadurch kriegen wir Zutritt hierzu, Leute. Und das hier ist richtig geil. Schaut mal hier. Schaut mal hier, was wir hier haben. So, hier haben wir erstmal hier so... Es ist offen. Jede Menge Muni. Schaut euch das mal an. Unbegrenzt Buckshot-Munition. Richtig gut. Ja, das hier ist ein Munitionslager, Leute. Es ist offen. Jede Menge Muni. Parabellum brauche ich nicht mehr. Weil hier gibt es noch mehr, Leute. Schaut euch das an. Hier, das ist ein richtiges Paradies. Hier gibt es Hydra-Munition. Richtig gut. Allerdings sind wir voll. Verdammt. Airburst. Warum sind wir denn schon wieder voll, Mensch? Ich habe eigentlich keine Lust, jetzt zum Auto zu gehen. Was machen wir denn da am besten? Ich glaube, die Airbus, die können wir mal wegmachen. So. Gut, Leute. Ja, wir haben ein Munitionslager. Hydra-Muni. Sehr schön. Das heißt, wir können wieder mit der anderen Waffe rumrennen.
Boah, richtig gut, ey. Alles verriegelt. Hier, das ist so ein Munitionsdepot. Das kriegen wir nur, wenn wir damals die Dings aufgesammelt haben, die Karte. Deswegen war das sau wichtig, dass wir die mitgenommen haben, Leute. Boah, sehr geil. Es ist offen. Da steht was. Effekt. Na super. Hm, scheint kaputt zu sein. Okay, Leute. Was haben wir hier? Golem-Arm-Konverter. Eine aufwendige Maschine. Wie im Krankenhaus. Okay. Oh, schaut mal hier. Was ist das denn hier? Oh, scheint kaputt zu sein. Ist das da hinten auch kaputt? Es ist offen. Eine Schrotflinte, die könnte ich gebrauchen. Puh, eine neue Pumpgun. Oh, wie geil, Leute. Wisst ihr was? Nein, 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 nein. Ich will die... Nein, nein, wisst ihr was? Die P229. Kyles Waffe. Die braucht doch kein Mensch. Schmeiß die weg, Eier. So, ich will das dicke Ding da haben. Eine Schrotflinte. So. Neue Schrotflinte, Leute. Oh, wie geil. Ihr wisst ja, ich stehe auf Schrotflinten. Eine Kiste auf dem Karren. Drin sind Einzelteile von Waffen. Ich brauche meine Waffe nicht aufzurüsten. Nicht? Eine Kiste mit Waffenbauteilen, okay. Boah, Leute, wir haben eine neue Pumpgun. Richtig gut, schaut euch die an. SP-12, Leute. Ein 12G-Nahkampfgewehr. Leider ein wenig zu schwer. Boah, Leute, Kapazität 7 Schüsse. Das heißt, wir können statt 3 Schüsse 7 Schüsse abfeuern, Leute. Richtig gut, das würde ich sagen, mache ich direkt und dann schmeiße ich die alte Wumme weg. So, brauche ich nicht mehr die kleine. Das ist hier 7 Schuss. Meine Güte. Schaut euch mal das Mods-Ding an, ey. Schaut euch mal das Mods-Ding an. Ey, das ist eine richtige Wohltat hier, dieser Raum, wirklich. Richtig gut, ey. Schön aufrüsten hier. Ja, das hier ist definitiv militärisch. So, Schloss entriegelt. Aber durch diese Tür kommen wir, glaube ich, nur... Ja, ja, da kommen wir nur hier in den Storage Room rein. Storeroom, genau. Hier wollen wir aber nicht bleiben, Leute. Gehen wir zurück. Boah, richtig gut. Richtig gute Items haben sie hier, ey. Wirklich. Kann ich eigentlich MP-mäßig was aufleveln? Nee, leider nicht. Okay. Das nächste werde ich nämlich meine Heilung aufleveln, weil das werden wir brauchen, Leute. Boah, warum ruckelt das denn manchmal? Gut, Leute, ich glaube, hier in der Waffenkammer haben wir alles. Wir haben uns richtig aufgerüstet. Aber ich kenne alte Spiele, Leute. Wenn wir die Möglichkeit zum Aufrüsten kriegen, kommt meistens was Heftiges. So würde ich sagen. Jo. Gucken wir mal geradeaus rein, was da drin ist. Was ist das? Kontrollraum. Aha. Oh nö, was ist denn hier los? Oh, oh, verdammt. Ich kann nicht zaubern, Leute. Die haben mir jetzt hier einen Stun verpasst. Ich kann keine Zauber machen. Das ist doof. Ich weiß nicht, ob das Flair-Schaden macht. Gut. Ich glaube, dagegen geht die Granatenpistole. Dagegen geht der Granatenwerfer, ne? Genau, Leute. Der Granatenwerfer, der ist nämlich stark genug, um die Hülle von denen zu knacken. Oh, ey, natürlich. Oh, mach schneller. Meine Uhr klingelt. Okay, Leute, meine Uhr. Ah ja, jetzt mach. Mach schnell das Ding da oben kaputt. Ich will die Folge beenden. So. Ja. Ja, Leute, bei den Schleimdingern, die machen uns einen Silent. Das heißt, ja, die machen uns einfach, dass wir nicht mehr zaubern können. Damit wir die nicht kaputt machen können. Ja, super toll, ne? Ja, ich weiß. Gut, Leute, bis da meine Uhr jetzt gerade geklingelt hat, würde ich sagen, bevor wir da jetzt reingehen, mache ich mal hier erstmal einen Cut rein. Ja, wir sind schon viel tiefer in den Bunker jetzt eingedrungen. Ist verdammt interessant. Einige Spezialisten haben hier gearbeitet. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht.
Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss, tschüss.